Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge hier auf Mogon Channel. Heute geht's auf Barsch, wir wollen ein schönes Catch and Cook starten. Und hier, meine lieben Freunde, habe ich ein wunderschönes Päckchen, da hat mir jemand was zukommen lassen. Namen brauchen wir nicht unbedingt erwähnen, aber ich möchte gerne wissen, was das ist. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss, das ist ein mega schweres Paket, keine Ahnung, was da drin ist. Aber wir werden das Paket jetzt gemeinsam öffnen. Ich bin wieder unvorbereitet, muss mir erstmal ein Messer holen. Ich weiß ja, von wem es ist. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal im Voraus. Ich hoffe, mich erwartet da jetzt nicht Scheiße oder sonstiges drin. Aber das glaube ich nicht. Gut, wir öffnen das Paket. Sieht irgendwie ein bisschen aus wie eine Bombe. Wir öffnen das Paket mit Vorsicht. Ja, okay. Das sieht schon mal strange aus. Ich zeige euch das mal. Keine Ahnung, das könnte irgendwie ein Brief oder sowas sein. Das wird JJ sein. Hi. Wir haben Fanpost. Und das Paket sieht komisch aus. Verdächtig komisch. Da bin ich immer gespannt. Ich habe irgendwie so Bedenken, das ist wie eine Bombe. Haben wir was Schlimmes gemacht? Eigentlich nicht. Da steht es. Hier, nimm mal die Can. Eine Bombe. Von einem Zuschauer von uns. Ist mega schwer. Das muss man fühlen. Halt die Kamera da drauf, wenn du fühlst. Oh. Und? Fühlt sich nett an. Das ist keine Bombe. Das ist keine Bombe. Keine Bombe? Nee, das fühlt sich so flauschig an. Flauschig? Nicht flauschig, aber so. Man kann es eindrücken ein bisschen. Man kann so ein bisschen was erkennen, ne? Wenn man da genau reinguckt. Da ist ein Brief, glaube ich. Hier ist Taschentuch. Das könnte ein Deckel sein. Vielleicht selbstgemachte Marmelade oder so. Das wäre mal cool. Ja, und nachher wollen wir dann ein schönes Catch and Cook starten. Barsch steht heute zur Debatte. Mhm. Und zwar mit der Dropshop-Montage. Wie wir dabei vorgehen und wie ich den Barsch zubereite, das seht ihr nachher, wenn wir was fangen. Aber erstmal jetzt die Bombe hier entschärfen. Okay. Das sieht wirklich aus wie Marmelade. Aber das wäre ja wohl der Hammer, oder? Es ist Marmelade. Oh nein, cool. Okay, crazy. Selbstgemachte Marmelade. Kann man aufmachen oder was? Wenn du die jetzt aufmachst, dann musst du die halt essen jetzt. Ja, dann lass mir die noch zu. Dann guck erstmal, was es ist. Mein lieber Thorsten, vielen, vielen lieben Dank. Nachnamen brauche ich ja nicht aussprechen, du weißt Bescheid. Korrekt, Mann! Oh, selbstgemacht ist am. Ist immer gut, ne? Ja, das ist Hammer. Das ist richtig. Hat aber gut verpackt. Oh, was ist das denn Honig? Nee, das ist ja Honig, oder? Das ist ein guter Junge. Da stand, glaube ich, was drauf. Wenn du an der Decke irgendwo noch ein Stück, da? Datum. Ja, das ist ja ein altes Glas. Achso, ja, ich dachte, da wäre was drauf. Ja, ja, geil. Selbstgemachter Honig, oder was? Ja, guck mal, das steht ja bestimmt da drin. Okay, wir machen auf, Alter. Ja, zeigt das nicht, dass man die Adresse sieht. Nee. Halt ein bisschen hoch. Die hat auch ein bisschen rosa, ne? Eine rosa? Ist doch schön. Oh, das ist ja schwer. Moin Sören und JJ, ihr macht mir so viel Freude mit euren wirklich sehr guten Videos. Nichts ist gestellt, übertrieben und immer authentisch. Eure Gewinnspiele werden jedes Mal im Video angezeigt und auf verschickt. So geht ehrlicher Content auf YouTube. Ganz klasse, bitte weiter so. Als kleines Dankeschön ein Gruß aus meiner Küche. Einmal Blaubeermarmelade, meine Lieben. Oh, Hammer. Und? Was für ein Vieh? Durch die Leche. Ach, Dulce de Leche. Dulce de Leche, Freunde. Dulce de Leche. De Leche. Das ist hier so Karamellcreme quasi. So kann man sagen. Müsste eigentlich so Milchkaramell. Okay. Muss das eigentlich sein. Wenn ich jetzt nicht ganz. Das ist ein argentinischer Brotaufstrich. Sehr lecker auf Brötchen oder Pfannkuchen. Ich weiß es jetzt schon. Du wirst es feiern. Liebe Grüße aus Bremen Nord. Thorsten. Ey, mega korrekt von dir, mein Lieber, ne? Göttlich, Mann. Jetzt macht der Angeltag gleich nochmal mehr Spaß. Wir gehen jetzt los, versuchen ein paar Barsche zu überlisten und dann wird gebrutzelt, denn ich hab Hunger!
Ja, Freunde, Barsche sind Raubfische und nicht nur irgendwelche Raubfische, sie sind auch noch mega gierig. Wir wollen es heute mit der Dropshot-Montage an Dropshot-Routen versuchen, die zu überlisten. Wir werden Naturköder nutzen und natürlich die Gummifische, unsere Biggie Baits und unsere Bull Baits. JJ hat ihre Route jetzt gleich schon wieder drinne. Ich muss noch eben aufbauen, mir einen Wurm dran knüpfen und dann geht's los. Wir haben hier ein wunderschönes Gewässer, ein Kanalstück mit einer wunderschönen S-Kurve, auflandigen Wind. Und ich denke, die Fische sind bestimmt bereit, ein paar Köder aufzunehmen. Los geht's! 20 und 35 sollen sie sein. Also, was ist unser Ziel heute? Wir wollen einen schönen Barsch fangen von mindestens 25 cm. 25 bis 35 und den werden wir dann schön gemeinsam kochen. JJ hat Rute drinne, ich habe Rute drinne. Es geht los. Wir wünschen euch viel Spaß im heutigen Catch-and-Cook-Video. Sieht doch schmackig aus. Was ist los mit euch? Ja, der ist durchgerissen, ne? Ja, da war ein Biss. There was a bite. Ja. Oh, Riese. Oh, ja, das ist ja, der Braten, der Festsatzbraten. Habe ich Kamera an? Ja. Ein Riese, Leute. Guckt ihr da drauf? Ja. So? Ja. Oh. Was ist das denn? Da ja, was Dickes da hinten irgendwo. Oder die Enten da drüben. Ja, ja. Ja, schön auf Dropshot Wurm, Dendrobena-Wahl. Hoffen, dass wir noch ein paar größere kriegen. Zwischen 25 und 35 wäre perfekt. Ja, Freunde, bevorzugt auf jeden Fall das Uferangeln mit dem Dropshotten. Aggressiver Führungsstil, das heißt, ich jig den Köder immer an und zupf ganz, ganz oft, dass er so einen richtig aggressiven Stil hat. Ich lasse ihn nicht zu lange auf einer Stelle, um halt nicht in die Steinpackung rein zu geraten und Hänger zu generieren. Und ja, Uferzone ist ja ganz klar, hier ist sehr viel Brutfisch. Und auch Futter fällt vom Ufer ins Wasser hinein und dort gehen die Räuber, da ist er, gehen die Räuber sehr, sehr gerne jagen, wie man sieht. Da ist der nächste Barsch, genau aus den Köderfischen raus. Wunderbar, den können wir auch handlanden, ist auch ein kleiner. Erstmal Hände nass. So, können wir auch wieder schwimmen lassen, der ist auch noch zu klein, ist gerne gesehen hier in Holland, Catch and Release, Mindestmaß 22 cm, die hat er auf jeden Fall noch nicht. Top. Das Geilste ist, wenn man mitten beim Moderieren alles erklärt, wie man vorgeht, die Zupftechnik und so, und dass am Rand sehr viel Futterfisch immer meistens ist und auch sehr viel Nahrung angespült wird oder natürlich vom Ufer ins Wasser fällt, dass dort die Barsche jagen und in dem Moment beim Moderieren auch der Barsch reinknallt. Richtig cool. Wäre schön gewesen, wenn er etwas größer wäre. Ich habe echt mega Hunger, Freunde. Einen schönen Barsch in der Pfanne, das ist es doch jetzt. Bruns Kitchen, ich hoffe, er beißt gleich. Also im Sommer habe ich auf jeden Fall immer einen aggressiven Führungsstil, weil da natürlich auch viel Futterfisch unterwegs ist und der den Barschen natürlich ausweicht mit schnellen Fluchten. Aber im Winter drehe ich den Spieß dann um. Im Winter habe ich einen sehr, sehr langsamen Führungsstil, weil die Barsche dann meistens lethargisch auf dem Grund stehen. Jetzt im Sommer könnt ihr auf jeden Fall, anstatt nur auf dem Grund rumzujiggen oder rumzuzupfen, könnt ihr auch ruhig mal ein, zwei Kurbelumdrehungen machen, bisschen weiter ins Mittelwasser springen und dann den Wurm einfach an gestraffter Leine so ein bisschen absacken lassen und vielleicht auch noch mitbewegen. So, und das ist eigentlich die, das sind die beiden Methoden, die ich beim Dropshotten nutze, zumindest im Sommer. Hier ist keiner. Weiter geht's. Dropshot-Boom, Dropshot-Boom. Na? Na? Weiter oder willst du hier hin? Ich probier's mal. Mach.
gefährlich. Wieder so ein Lütschen. Boah, das sind echt schöne Barsche von der Zeichnung her, ne, Freunde, guck eben. Also da würde ich echt gern von einem snacken, ne, aber müssen erstmal einen großen erwischen. Holy mackerel. Mist, losgelassen. Doch, Biss. Wieder so ein Winzling. Aber Fisch ist Fisch, Freunde. Schöner kleiner Barsch. Zurück mit dir. Ah, leider die Kopfkamera nicht aufgehabt. Aber ein wunderschöner Barsch jetzt auf Dropshot Wurm. Schön von der Oberfläche weggesnackt. In der Nähe waren Köderfische und ich dachte, ah, zieh sie ihn da mal durch. Und aber bupp, Hänger. Hat, glaube ich, noch nicht ganz 25, vielleicht gerade. Der geht auf jeden Fall wieder zurück. Und dann gucken wir mal, dass wir noch ein bisschen größeren kriegen. Der geht dann in die Pfanne. Oh ja. Oh. Kabin. Das ist der Essbare. Ich muss ihn irgendwie Hand landen. Geiler Fisch. Hab ihn. Der ist essbar. Den nehmen wir. Lecker, Freunde. Mausi Sarim, ist das ein toller Fisch? Der ist Hammer. Der ist Hammer. Und? Nochmal fast kaputt. Oh Mist. Aber der ist auf jeden Fall deutlich über 20. Ja, den werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Den werden wir jetzt gleich verspeisen. Göttlich, ich brauche noch einen zweiten. Also ist auf jeden Fall maßig. Maßig ist er auf jeden Fall top. Mega, Freunde, der erste essbare Fisch. Jetzt fangen wir noch einen zweiten nach vorne. Am besten du, JJ. Ja, ich bemühe mich, ne? Sie bemüht sich und dann heizt mir die Pfanne an. Bis gleich. JJ hat einen neuen Plan. Ich habe eine wilde Frisur heute wieder, ne, Freunde? Göttlich. Also hinter uns ist auf jeden Fall ein Zaun. Das ist hier unbefugtes Gebiet. Also wir wissen nicht, ob wir da hin dürfen, aber ich denke, mit Uferbetretungsrecht ist es kein Problem. Aber da ist die Steinpackung sehr, sehr heftig. Also sehr gefährlich und auch sehr hohes Schilf, sehr hohes Gras. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, auf die andere Seite zu gehen, hier auf die Ecke. Dazu müssen wir nur ein paar Kilometer geradeaus laufen, über eine Brücke, dann auf dieses Feld. Und vielleicht haben wir auf der anderen Seite richtig gute Chancen. Wir müssen mal gucken. Auf dem Weg dahin fangen wir bestimmt noch den einen oder anderen Fisch. Weiter geht's. Ja, Fisch. Lütscher, aber Fisch. Klein, aber fein, aber mein. Ah, mich gestochen. Das so wieder zurück ins Wasser, kleiner Mann. Ist er hier schon wieder am weiter Dropshotten. Kann sein, dass er mit seiner Familie unterwegs ist. Ist er aber nicht. Scheint alleine da gestanden zu haben. Aber das ist ein schöner Kanal, muss man sagen. Huh.
Ich habe einen. Barsch Nummer 8. Aber nur Lütsche, außer den einen. Einen brauchen wir noch, Mausi, dann können wir schön essen gleich. Ich hab voll Bock auf Barsch in der Pfanne. Rein mit dir. Da ist sie, die heilige Brücke. Wird sie uns Barsch schenken? Ja. Ich geh mal kicken. Ein Würfchen geht hier bestimmt. Ich meine, solche Stellen sind eigentlich auch immer top für Barsche, ne? Was war das denn? Biss. Ey Freunde, Alter, Flappe des Todes. Ihr wisst nicht, was gerade, aber irgendwie so lustig. Ey, ihr wisst nicht, was gerade passiert ist, ne? Wir wollten ja auf die andere Seite rüber, Alter. Dann sind wir über die Brücke, Alter. Mitten an der Brücke kriege ich einen Angriff des Todes. JJ auch. Bei mir war wirklich heftig. 6, 7 Bremsen, die ganze Zeit auf mich drauf, wollten stechen, haben es auch irgendwie geschafft. Die ganze Zeit um den Kopf, dann bin ich weggerannt, Alter. Was passiert, Junge, beim Wegrennen? GoPro weg. Auf ein Riesenfeld, Digga. Find's nie wieder, Alter. Ich schon wieder so ein Gesicht, Alter. Alle Dateien weg, kein Video, nix. Kein Bock mehr, Alter. Dann irgendwann zusammengerissen wieder. Trotzdem noch am Durchdrehen. Kamera wiedergefunden. Verpisst euch jetzt, ich sag's euch. Kamera wiedergefunden. Dann sage ich, ich habe keinen Bock mehr, wir gehen nach Hause. Ach komm, wir machen noch ein bisschen, gucken, ob vielleicht finden wir noch eine andere Stelle. Wir laufen weiter, Junge. Wieder Bremsenattacke. Ich raste wieder aus, ne? Ich schwöre, ich war schon richtig geladen, ne? Ich hätte so den Eiffelturm mit einem Schlag und der wäre so umgekippt. Junge, dann gehe ich weiter, beruhig mich wieder, mach einen Wurf, kurbel einmal an, irgendwo im Hänger drin, bricht die Route durch. Meine neue Blackjack, Leute. Die Forellen-Killer-Route, die es überhaupt gibt auf dem Markt. Junge, Alter, guckt euch das an, Mann. Wollt ihr mich verarschen, Digga? Einmal angekurbelt, das sind 004er Schnuren, ne? Gebrochen einfach. Digga, ich bin auch gebrochen, Alter. Was soll ich jetzt noch machen, Mann? Jetzt habe ich hier noch so eine von JJ, so eine billige Lidl-Kombo. Aber eine schöne Kurbel drauf, eine Semtex. Und ich schwör's euch, Freunde, ich brech das Video jetzt. Eigentlich hätte ich schon längst abgebrochen, ne? Eigentlich wäre JJ jetzt schon wieder bei mir unten durch, obwohl sie da nichts für kann. Gut, dass du immer so stark bist, Maus. Jetzt habe ich mich aber wieder zusammengerissen. Ich werde jetzt mit der Lidl-Kombo noch den einen oder anderen Barsch verhaften. Wir haben schöne Barsche gefangen, wir haben schönes Gewässer gesehen, ihr habt die Dropshot-Montage gesehen. Wir versuchen jetzt noch aktiv JJ einen Barsch zu überlisten, ich passiv. Wenn wir den haben, dann wird gebrutzelt in Bruns Kitchen. Wir bereiten Barsch zu. Nicht so wie immer für die Tieren, sondern entschuppen als ganzen Fisch in die Pfanne. Wir sehen uns gleich am Wasser. Mann. Ich kann das nicht mehr. Was hast du jetzt vor? Ich hätte gerne einen Wurm gehabt, aber die Würmer sind leer. Laber nicht! Nein! Ach, ist doch egal. Hier haben wir gar keine Chance mehr auszufangen. Ein Wurm nur noch, Freunde. Wenn das jetzt nicht der Barsch ist, der 50er. Ja. Nee, Spaß, ein 30er wird schon reichen. Ah, hier funktioniert nichts, Freunde. Route drinne. Das ist die Pause. Da hinten gar. Ein wunderschönes Tier, meine lieben Freunde. Zweiter ist es leider nicht mehr geworden, aber es ist natürlich den Umständen entsprechend. Und ich sage euch ehrlich, für heute, für diese Folge habe ich echt keine Lust mehr. Ich muss mich wirklich richtig zusammenreißen, um das jetzt noch zu Ende zu bringen. Weil die liegt mir richtig am Herzen, die Route. Oh, ich habe mir seit so vielen Jahren das erste Mal wieder eine gegönnt und dann geht die gleich wieder in den Arsch, ne? Mann, Alter, und diese scheiß Bremsen, ne? Ich schwör's euch. Ich war so kurz davor, einfach die ganze Wiese abzufackeln. So heftig haben die genervt. Würde ich natürlich niemals machen, aber trotzdem. Gut, den einen Fisch haben wir wenigstens, Mausi, den werden wir uns dann teilen. Danke, dass du uns was besorgt hast. Ich besorge uns dann was anderes. Zeige ich euch, wie das geht. Einfach vom After nach oben aufschneiden. Natürlich nicht zu tief mit dem Messer reingehen, damit ihr nicht die Gedärme verletzt. Zack, bis nach oben aufschneiden. Dann wollen wir den ja entschuppen, das mache ich auch hier. Erstmal die Gedärme raushören, eins nach dem anderen. Da sind die Gedärme.
Kopf trennen wir nachher ab, deswegen brauchen wir die Kiemen nicht rausziehen. Denkt immer dran, Freunde, die Gedärme zur Seite legen, die nehmen wir gleich schön wieder mit. Verwerten die nächstes Mal in einem schönen Fischcocktail. Was? Fischsuppe. Ach, eine so. Fischsuppe. Bisschen die Dings raus. Bisschen die Schwimmblase raus. So. Und dann fangen wir an. Hier unten ist noch ein bisschen was. Bin ich froh, wenn ich im Bett bin und der Tag vorbei ist. Was ist das heftig, Alter. Wer das mitnehmen kann. Digga, hinter den Kiemen einschneiden, Kopf abdrehen, Brustflossen weg, zack, auch zu den anderen Gedärmen. Dann nehmen wir natürlich den Kamm raus, dafür schneiden wir einmal links und rechts am Kahn entlang, hinten einmal durch, andere Seite dasselbe. Boah, sieht das unästhetisch aus, Alter, das ist der schlimmste Barsch, den ich jemals zubereitet habe, das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Und wenn man eingeschnitten hat, dann kann man, wenn alles gut läuft, den mittleren Kamm so abziehen. So, das haben wir jetzt geschafft. Die Flossen stören uns jetzt relativ wenig. Entgrätet ist er auch. Jetzt machen wir ein bisschen sauber, den Boy. Hast du schon mal so lecker deinen Fisch zubereitet gekriegt, Maus? Nein. Nur bei dir krieg ich das so schön. Also ich bin sehr begeistert. Ja, das ist Natura, Alter. Guck mal, wie schnell du das jetzt einfach mal eben so machst, ey. Was heißt schnell? Ja, so für mich ist das irgendwie schnell, finde ich. Boah, Freunde, ne? Ich freue mich so auf die nächsten Folgen, wenn ich wieder besser drauf bin. Ne? Aber das hat mich jetzt so hart runtergezogen mit meiner Route. Gut, dafür haben wir jetzt einen schönen essbaren Barsch. Den hauen wir jetzt so in die Pfanne. Warte. Ich nehme noch den Schwanz ab, besser ist das, sonst passt das ja wieder nicht. Zack. Können wir auch die Mittler, die Afterflosse auch noch eben mitnehmen. Wenn wir sowieso schon dabei sind. Zack. Mein Gott. Meine Güte, guckt euch das Fischstäbchen an, ne? Sieht Hammer aus. Wo ist Licht? Oh. Ja, sieht ein bisschen Petersilie. Der sieht so gut aus. Ja. Jetzt wird das Ding hier angezündet und dann ist Feierabend, mein Lieben. Oh. Mann! Der spuckt Feuer, habe ich das Gefühl. Ja, wie du. Ja, ich spuck auch gerade Feuer. Auch noch voll den Wind, ne? Na, schlau. Ich mach volle Kanne rein da. Mach das Ding da auf. Hallo. War ein Tag, Leute, Alter. Heftig, Digga. Du bist noch ganz schön ruhig, muss ich sagen. Ich hab mich auch schon durchgedreht, ne? Ja, aber ich meine trotzdem. Ich glaube, das hat ganz... So allgemein. Wo auch immer wir sind, haben alle Leute das gehört. Ach. Macht Minimum. Macht nichts. Oh, scheißegal, was ihr denkt. Ja? Ja. Pass auf, dass die Pfanne nicht abstürzt. Das ja, ich sehe schon, ja. Ja, deswegen. Halt sie fest. Will nicht so richtig stehen, wie ich das gerne hätte. So, das ist gut, glaube ich. Oh. Der Brutzler. Ja, Freunde, das, auch das kann Angeln sein. Nicht immer alles Entspannung pur. Ich bin jetzt gerade 4 Kilometer da durch die Mäden gejumpt, weil mich irgendwelche Hornissen verfolgt haben. Diese Drecksdinger. Ich bin froh, dass wir die haben. Wir brauchen die für unseren Kreislauf, ist natürlich ganz klar. Aber dass die mich so heftig nerven, das habe ich noch nie in meinem Leben gehabt, ne? Locker 10 Stück solche Dinger, Junge. Es war so heftig, dass ich wegrennen musste. Kamera verloren. Kurz darauf meine liebste Route gebrochen. Gerade erst neu gekauft, Digga. Was soll ich denn noch machen? Außer dem Fisch jetzt hier in die Pfanne. Was kommt jetzt? Das beste Fischgewürz der Welt, ne? Wuhuhu! Ja, das auch funktioniert. Funktioniert ja. Top. Naja, top ist so eine Sache. Sah so aus. Pass auf, dass die Pfanne. Hör auf, jetzt zu lachen. Entschuldigung, das muss etwa. Mann! Oh, das riecht schon lecker, ne? Ja, ne? Guck mal, wir braten schon eine Schuppe.
Ja. Egal. Fazit des Tages. Fazit des Tages. Bis jetzt schon mal. Eins ist keine Frage. Dieser Tag ist ziemlich schade verlaufen, denn meine Angel brach. Ich meine, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil ich mir meine letzte Angel kauf, meine ich. Oh Mann, Alter, ich kann echt nicht mehr, Freunde, Mann. Das ist so schlimm, ey. Froh, wenn ich im Bett bin, ne? Es ist gerade mal 1 Uhr mittags oder so, ne? 1 Uhr mittags? Oder? Es ist 17.40 Uhr. 17.40 Uhr. Gerade mal 17.40 Uhr, Alter. Ich will schon wieder ins Bett. Egal. Essen, Freunde. Willkommen zu Bruns Kitchen. Schön Barsch in der Pfanne, den ganzen. Boah, wie dafür gemacht, ey. Ja, sag ich doch. Ja, das hast du auch genau richtig gemacht, wa? Komm. Ah, voll fett in die Fresse. Das fehlt ja auch noch. Du musst halt immer hochfilmen, Maus. Entschuldigung. Dann musst du wieder zurückgehen. Ich war zu wild. Alles gut. Boah. Ja, was so. War das? So, das war gut. Oh, Freunde. Wenigstens gibt es noch was Leckeres zum Schnabulieren. Wie sieht das aus, ne, an unserer Angelplatz? Überall Fischschuppen. Und Natur. Was ein schöner Bar. Sieht schon echt fettig aus. Ja, ne? Ja. Hammer. Leute! Ich würde sagen, boah, riecht das gut. Ja, ja, das ist schon Hammer. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich, wenn wir uns den Barsch reinknallen. Bis, bis, Freunde. Ja. Was ist das denn? Was haben wir da? Oh. Der ist auf jeden Fall zu klein. Oh. Aber ich glaube, den hau ich auch in eine Pfanne rein. Der hat auf jeden Fall geschluckt, der Bursche. Ich versuche ihn mal rauszukriegen. Okay. Petri. Petri, danke. Hat der letzte Wurm noch einen Fisch gebracht, oder? Ja, anscheinend schon. Da passt die gar nicht rein. Nee, das nicht so. Soll ich dir. Nee, brauche nicht assistiert, ne? Doch. Heftig, wie ist das denn? Schwupp, ja, und weg. Göttlich. Ja, Freunde, nochmal ein Barsch gefangen auf den letzten Wurm dieser Folge. Bringt mir natürlich gleich wieder ein kleines Lächeln ins Gesicht. Siehst du, und das kann auch Angeln sein. Gerade noch deprimiert bis zum Tod. Und jetzt geht's langsam wieder. Jetzt gucken wir mal, was der Barsch macht. Sehr lecker riecht das, ne? Oh, Junge, aber der braucht noch ein bisschen. Der ist dick, ne? Ja. So geil. Hier sind noch Schuppen. Aber das kann man gleich so abziehen. Ja, Freunde, da braucht ihr keine Angst haben. Ihr könntet theoretisch sogar die Schuppen mitbraten. Denn wenn ihr mit dem Braten fertig seid, kann man die Haut so abziehen. Schön ist natürlich ein bisschen die Haut mitzuessen. Das kleine bisschen Schuppen stört da jetzt nicht, weil die Haut ist auch sehr, sehr lecker und reich an Vitaminen auf jeden Fall auch. Oh, ja. So? Ja. Boah, die sieht so krank aus, der Barsch. Geht? Mhm. Ja. Boah, geil, Freunde. Alter. Zu allem Übel, meine lieben Freunde. Die Powerbank ist leer. Nicht nur die Powerbank ist leer, auch unsere Kamera. Das Akku ist jetzt auch leer. Also, wäre sowieso als zunichte gewesen. Gut, dass die Route noch durchgebrochen ist. Gut, dass ich jetzt noch das Video abgefilmt habe. Gut, dass wir jetzt noch den Barsch gebraten haben, denn der ist jetzt fertig, meine Lieben. Und ich schwöre, ich will mir den jetzt richtig schmecken lassen. Scheiße auf alles, was passiert ist. Der sieht auf jeden Fall knusprig aus. Der sieht aus wie ein goldener Nagel, ey. So, das schon mal aus. Fett weg. Ja, Mausi, da müssen wir jetzt gucken. Willst du anfangen? Nee, ja, du. Nee, ich kann nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den anfassen soll. Ich muss einfach nur abziehen. Okay, ich zerlege. Ja, du machst es besser eben. Bevor ich den. Boah, der riecht aber gut, ne? Oh Gott, Gott. Das muss nämlich weg, aber das nehme ich schon mal raus hier. Boah, das sieht einfach zu gut aus, aber hier sind Schuppen dran. Ach, erst mit. Milde Schuppen? Nein, das sagst du. Schöner Crunch. Mit Schuppen?
Isst du jetzt echt mit Schuppen? Ich schwör. Soll ich dir mal wirklich was sagen? Wie Nugget, wa? Boah, schmeckt so gut, Alter. Ich schwör, das schmeckt so gut. Das cruncht schön. Das cruncht gut mit den Schuppen. Das erinnert mich auch an Crunch-Chips. Das erinnert mich an solche Chipsröllchen. Ich schwör, weil das. Willst du probieren? Und mit den Schuppen nicht. Ja, wie du willst. Ach du mit den Gräten? Verdammt, ey. Vom Geschmack ist er sehr lecker, ne? Das Gewürz ist einfach zu gut. Ganz schön fest. Ist so. Das kommt, weil wir ihn jetzt so lange gebraten haben, ne? Nimm mal, das ist ja Teil. Mhm. Zeig mal, was ist denn da hinten? Mhm. Eine Grüne. Eigentlich kann man das Rückgrat so rausziehen. Ah, schade. Aber zum Teil. Versuchen wir mal ein bisschen zu entgräten. Zack. Zack. Raus mit den Bones. Das sind die. Dann haben wir ja noch die Bauchgräte. Die Bauchgräten sind hier. Ja, kann man rausziehen. Schön die Bauchgräten raus. Boah, ich habe jetzt voll Bock auf Survival, ne? Ich habe so Bock. Film hoch. Ich habe so Bock auf Seven vs. Wild Staffel 3, ne? Das kann ich euch sagen. Die sind jetzt gerade in Kanada, machen die ganzen Aufnahmen. Viele liebe Grüße an euch und an alle Teilnehmer auf jeden Fall. Zieht es durch, lasst euch nicht unterkriegen, auch nicht vom Regen und Kälte. Und ja, wenn ich sowas jetzt mache, hier draußen ein bisschen was zubereiten und so, dann hat man so Lust, da selber dran teilzunehmen, ne? Boah, das sieht echt gut aus, Maus. Was willst du haben? Das ist alles ohne Gräten jetzt. Jetzt haben wir einen. Zeig mal erstmal. Nimm mir auch ein kleines Stück. Das mach ich sofort. Bin da so. Ich glaube, es ist grätenfrei jetzt. Wenn dir. Boah. Boah. Er strahlt. Boah, wir lachen. Kann so lecker sein, Mann. Hammer. Sieht so gut aus, Mann. Schock, ne? Mhm. Keine Gräte. Das ist jetzt nett. Ich ziehe die letzten noch mal hinten aus dem Schwanzende raus. Ich glaube, dann kann man den sogar ganz essen hier. Boah, ein geiles Stück. Leute! Wir hoffen, euch hat die kurze Catch-and-Cook-Folge gefallen. Hat viel Leid, viel Nerven gekostet und viel Material. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich eine neue Dropshot-Route kriege. Michael, du weißt Bescheid, ne? Ich bin auf jeden Fall die Tage bei dir auf der Matte. Gucken, ob wir da eine Retour reinkriegen. JJ, tschö. Geil. Genommen, richtig schicker, wa? Maus! Komm, ein richtig fetter Bart. Weg ist er! Unten fängt das an zu beißen. Ja, wunderbar. Mausig. Ja! Mhm. Und ja, sind zwei, drei dicke Lachse hinterhergekommen. Ja! Nein! Ich hatte den dicken Zandermaus! Alter. Kleiner Zander, Junge.